Herzlich willkommen beim Isolierprofi, dem Fachhandel für professionelle Isolierung. Wir präsentieren heute unsere verschiedenen Klebebänder im Sortiment. Wir haben dazu hier unsere Auswahl mal auf diesem Tisch hergerichtet. Im zweiten Teil unseres Videos zeigen wir Ihnen, für welche Isolierung welches Klebeband geeignet ist. So, wir fangen mit dem billigsten Produkt, was wir im Programm haben, die PE-Isolierung, an. Sie dürfen ein einziges Mal raten, welches Klebeband dazu passt. Unser preiswertes Gewebeklebeband. Sie sehen hier auch die Farbe Grau. Das passt ziemlich gut auch zu der Farbe der Isolierung. Das heißt, wenn Sie im Heizungskeller das Klebeband verarbeitet haben, schaut es auch aus wie aus einem Guss. So, ich ziehe jetzt hier einfach mal drumherum. Sie haben im Heizungskeller wahrscheinlich nicht die ideale Situation, dass Sie das Klebeband komplett die ganze Rolle herumschieben können. So, dann schneiden wir das ab und kleben das noch fest und fertig. Sie sehen jetzt hier, das ist jetzt an einem geschlossenen Stück Isolierung. Normalerweise überdecken Sie die Schnittkanten. Wir können hier mit unserem hervorragenden Messer einmal die Isolierung durchschneiden. Normalerweise haben Sie an der Rohrleitung zwei aneinanderliegende Isolierbereiche. Sie nehmen dann das Klebeband und überkleben halb-halb das Klebeband. Wickeln es einmal rum, bis das Klebeband wieder auf sich selber klebt. Sie sehen es hier vorne am ersten Stück und dann hält Ihnen die Verbindung zuverlässig. Als nächstes haben wir natürlich das rote Klebeband. Passt nicht zur grauen Isolierung, deshalb würde ich vorschlagen, wir nehmen einfach rote Isolierung. Das ist die gleiche Art Isolierung, PE, mit einer Schutzfolie außen herum in Rot. Und dafür passt natürlich dann auch unser rotes Klebeband. Sie sehen hier auch, das fällt kaum auf, wenn das einmal um die Rohrleitung herumgelegt ist. Ich schneide auch das wieder ab. Und damit, Sie sehen auch hier, ich habe das etwa 4-5 cm überlappen lassen. Dann klebt das Klebeband auf sich selbst und löst sich nicht mehr ab. Das war jetzt zum einen das rote Gewebeklebeband. Zu guter Letzt eine dünnere rote Isolierung. Auch hier ist das rote Klebeband genau das richtige Klebeband. Wenn das einmal verarbeitet ist, sehen Sie kaum noch, an welcher Stelle die Isolierung verklebt wurde. Jetzt packen wir diese Klebebänder und diese Isolierung einmal auf die Seite. Gehen zu unserem nächsten Produkt über. Und zwar zu den alukaschierten Mineralwolle-Schalen. Es gibt verschiedene Hersteller, verschiedene Isolierungen aus Mineralwolle. Wenn sie alukaschiert sind, dann schauen sie alle meist ähnlich aus. Es gibt nur ganz wenige Billighersteller, die ohne Gitterstruktur die Alufolie haben. Diese Gitterstruktur hat eine stabilisierende, eine Reißschutzfunktion. Das sind Glasgewebeeinlagen, dass diese Alufolie nicht so schnell reißt, wenn sie einmal daran ziehen. So. Man montiert sie, drückt sie zusammen, klebt das zu und dann ist das erstmal fertig montiert. Da brauchen Sie noch kein Klebeband. Aber jetzt kommt der Punkt. Sie haben an jeder Schale eine Stirnseite, an der die nächste Isolierung oder eine Endstelle oder eine Endmanschette dran montiert wird. Dafür können Sie unser Rein-Alu-Klebeband verwenden. Hier der große Vorteil ist, das ist Alufolie, das ist Alufolie. Sie haben also eine durchgehende Aluschicht. Wenn Sie jetzt hier das preiswertere alubedampfte Klebeband nehmen, dann haben Sie Alufolie, Plastikklebeband und wieder Alufolie. Das heißt, Sie haben hier einfach eine andere Qualität an Klebeband. Ich zeige Ihnen jetzt aber trotzdem, wie das hier ausschaut. Das ist eine Vorführung, an der Sie sehen, wie das Klebeband dann auf der Alufolie ausschaut. Auch wenn ich das andrücke, Sie sehen nicht mehr eindeutig die Gitterstruktur. Wir haben jetzt hier unser Rein-Alu-Klebeband, kleben diese drauf. Und wenn ich jetzt hier dieses Alu-Klebeband festdrücke, dann sehen Sie auch ganz klar eigentlich nichts mehr. Das nimmt genau die Oberfläche an, das macht dieses Aluminium, dieses dünne Klebeband, damit Sie am Ende nicht mehr sehen, wo es verklebt ist. Hier nebendran haben wir im Vergleich dazu das Alu-bedampfte Klebeband. Auch wenn ich das andrücke, da sehen Sie immer noch etwas, dass da ein Klebeband ist. Auf diesem Alu-bedampften Klebeband ist ein Acrylatkleber drauf. Der klebt etwas schlechter als der auf den Rein-Alu-Klebeband verwendete Kautschukkleber. Das ist gerade auf unebenen Oberflächen ist dieser Kautschukkleber die bessere Alternative. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie Mineralwolle-Schalen verbauen, speziell unsere hochwertigen Produkte aus unserem Programm, dann bauen Sie auch einmal richtiges Klebeband ein und verzichten Sie nach Möglichkeit auf die preiswerten Bänder. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine Reparatur haben und Sie brauchen nur eine kleine Menge, können Sie auch eine kleine Rolle bestellen. Funktionieren wird es am Ende auch. Gehen wir über zu unseren Kautschukprodukten und den passenden Kautschukklebebändern. Sie sehen hier ein Klebeband in der Farbe Grau. Im Prinzip das gleiche Klebeband in der Farbe Schwarz.
passend zu unseren Kautschuk-Isolierungen, die wir einmal in Grau anbieten. Hier ist als Beispiel, das ist ein Produkt vom Hersteller Keimann für ein 22er Rohr. Das hier ist ein Produkt vom Hersteller Armacell aus einer anderen Produktserie XG hier. Ich habe jetzt hier eine neue Rolle angebrochen und möchte ungern etwas davon abschneiden. Ich kann es so drüber halten, Sie sehen, das Klebeband trägt etwas auf. Das Klebeband ist 3 mm dick, aber es hat exakt die gleiche Farbe wie die Isolierung. So, Sie können auch hier wie bei unseren anderen Klebebändern die Stirnseiten umschließen. Klebekraft ist sehr hoch. Sie sehen auch hier einen Reißschutz bei der Klebebeschichtung. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, das Schwarze hier dran zu machen. Schaut nicht so gut aus, aber an der schwarzen Kautschuk-Isolierung sehen Sie, das ist wieder genau die gleiche Oberflächenstruktur. Sie können das 3 mm Klebeband verwenden, wenn Sie einen Absperrhahn oder einen Abzweig isolieren möchten, wo Sie mit der Isolierung nicht ausreichend drankommen. Da können Sie das auch zwei- oder dreimal um diese Stelle herumwickeln und erreichen mit jeder Wicklung wieder 3 mm Isolierdicke. Für Solarleitungen, da haben wir hier jetzt auf dem Tisch leider keine Isolierung, gibt es aber noch ein Solarkautschuk-Klebeband. Auf den ersten Blick sehen Sie hier zum schwarzen Standardklebeband so gut wie keinen Unterschied. Es ist genau die gleiche Dicke, genau die gleiche Breite. Der Hintergrund ist, das hier ist ein NBR-Kautschuk und das hier ist ein EPDM-Kautschuk. Dieses Klebeband, dieser Werkstoff ist bis 150 Grad einsetzbar und auch UV-stabil. Das hier im Gegenzug nicht. Zu guter Letzt haben wir unsere PVC-Ummantelung. Das ist keine Isolierung, sondern nur der PVC-Mantel. Diese Folie vertreiben wir als Schutzummantelung für Rohrleitungen, für Rohrisolierungen. Sie sehen eine sehr hohe Rollneigung von dieser Folie. Sie können diese Folie als Zuschnittware bei uns bestellen oder auch als Rollenware. Die Rollenware ist, wenn Sie speziell viel Isolierung ummanteln möchten, etwas günstiger. So, wir zeigen in einem eigenen Video, wie man diese PVC-Ummantelung montiert. Hier geht es jetzt speziell nur um die Klebebänder. Dass die Ihnen nochmal gezeigt werden, diese grauen PVC-Klebebänder sind exakt abgestimmt auf die Farbe von dieser Folie. Wenn man das anders als ich faltenfrei anbringt, sehen Sie auch hier keinerlei Farbunterschiede. Nochmal als direkten Vergleich, speziell hier wichtig, das graue Gewebeklebeband passt nicht zu dieser Folie. So, andersherum, das graue PVC-Klebeband passt nicht zur PE-Isolierung. Das wird leider in unserem Online-Shop des Öfteren verwechselt. Viele Kunden bestellen diese preiswerte Isolierung und dazu dieses PVC-Klebeband in hellgrau. Das wäre aber die falsche Farbe. Benutzen Sie beim PE das Gewebeklebeband und bei der PVC-Folie das graue Klebeband. Damit haben wir unsere Reise durch unser Klebebandsortiment für heute abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute wieder einiges Wissenswertes übermitteln. Ich freue mich, Sie auch bei unserem nächsten Video wieder als Zuschauer begrüßen zu dürfen.